Armin Meiwes. Ein Mann mittleren Alters mit kannibalistischer Neigung sucht seit 1999 auf der Internetseite Zambian Meat nach Personen, die sich töten und anschließend verspeisen lassen. Bernd Brandes Fantasien entsprechen genau denen des Armin Meiwes. 9. Mai 2001. Es kommt zu einem Treffen zwischen Armin Meiwes und Bernd Brandes. Zuerst verstümmelt Armin Meiwes sein Opfer und lässt es darauf in der Badewanne ausbluten. Daraufhin verspeist er Bernd Brandes auf dessen Wunsch hin und friert die übrigen Körperteile in seiner Gefriertruhe ein. Als man auf das Geschehen durch einen Hinweis aufmerksam wird, wird Armin Meiwes 2002 festgenommen und ist seitdem bekannt als der Kannibale von Rothenburg. Seit seiner Festnahme steht sein Haus leer. Okay Leute, da ist das Anwesen von Armin Meiwes, auch bekannt als Kannibale von Rothenburg. Und wir werden das einfach mal betreten jetzt. Leute, ich bin so aufgeregt. Oh mein Gott. Okay Leute, hier ist das Haus von Armin Meiwes. Oh mein Gott, Alter, alles so zerranzt, so kaputt. Ja, hier hat es anscheinend schon mal gebrannt. Wir gehen jetzt einfach mal hier durch. Boah, hier, achte, so ein Klavier noch, Alter. Oh mein Gott, alles abgebrannt. Ich finde es ehrlich gesagt richtig scheiße, dass man sowas abfackelt. Aber da hinten nochmal so ein Fahrrad, wenn man es sieht. Lass mal hier reingehen. Was meinst du aber hier, so ein Wohnraum einfach, ne? Hier noch so ein originaler Teppich, Alter. Hier so Kassetten und so. Voll heftig, Alter. Was ist da? Von, weißt du, von wann die sind ungefähr? Nee. Boah, aber krass. Boah, hier steht auch noch alles drum. Hier noch so ein Fahrrad und so. Hier noch, was ist das hier? Ich kann es nicht sagen, eine Box. Steht da nicht. Ne. Lass mal weiter gucken. Hier auf dem Tisch, was hier alles liegt, ne? Das ist krank. Oh mein Gott, Alter. Ich bin so geflasht davon. Hier noch so ein Klavier, das ist auch schon richtig viele Jahre alt, ne? Oh, so ein Controller noch, der hat anscheinend auch gezockt. Dieser Raum ist ja mal chillig. Warte, ich filme mal hier eben alles. Hier noch eine Box. Hier noch so... Alter, hier liegen voll viele Flaschen. Hier noch so ein extra Raum. Oh mein Gott. Ist ja geil, so eine Kammer. Boah, krank, Alter. Einfach krank. Ist aber noch ziemlich gut erhalten dafür, dass das 2001 kaputt gegangen ist. Liegt noch alles in den Schränken rum. Ich finde es einfach so heftig, ne? Wie da hier teilweise alles noch liegt. Hier noch, wir müssen aufpassen, da hinten wegen den Nachbarn, aber hier, aber Wasser drin hat wahrscheinlich hier reingeregnet. Guck mal, hier liegen noch so komische Sachen vom PC hier. Was weiß ich, eine Grafikkarte oder sowas? Diverse Bücher hier. Flug und was weiß ich, was für ein Ding. Was ist das? Wahrscheinlich nicht. Doch, das ist ein Mainboard. Oh, heftig. Hier noch diverse Bücher. Hier, was ist das? Steht hier drin? Ah, ich weiß nicht, nichts Besonderes. Auf jeden Fall. Prozessrecht für Polizeibeamte. Okay, da hat er sich wahrscheinlich... Was ist? Ob er sich vorher darüber informiert hat, Zeit was passiert. Wo? Oh, wahrscheinlich hat er sich hier informiert. Oh mein Gott, wo? Ein Kontoauszug? Damn. Das ist krass, Alter. Ich weiß nicht, von wem das ist oder so, ne? Leute, auf jeden Fall, man sieht hier noch die Couch und dieser Stuhl, alles noch ziemlich gut erhalten. Es ist auf jeden Fall heftig, einfach das jetzt nochmal zu sehen, Leute. Lass mal hier rein nochmal. Ich will nochmal einmal da hinten. Wow. Nur einmal da hinten die Räume abchecken. Leute, wir sind uns nicht sicher, wir haben uns nicht genug informiert. Entweder, es könnte sein, dass das hier die Badewanne ist, wo Armin Meiwes Bernd Brande hat ausbluten lassen. Brandes. Hä? Hab ich doch gesagt? Nein, Brande. Ja, Brandes meinte ich. Mehr ist ja aber auch nicht in diesem Raum, aber das ist einfach die Badewanne, wo Bernd Brandes ausgeblutet ist. Das ist heftig, die mal anzufassen. Wir wissen es nicht genau, es gibt hier zwei Badewannen. Auf jeden Fall könnte das eine sein. Aber er hat auf jeden Fall gemacht. Hier sind noch Toiletten. Da sind noch so, da ist noch so alles drin, Alter. Hier noch so diese Ohrenreiniger oder wie die Dinger heißen. Hier, wie gesagt, zwei Toiletten. Natürlich auch direkt zwei, ne? Man reicht, eine reicht nicht. Okay. Oh mein Gott, guck mal hier, Alter. Hier liegen auch noch so voll viele Werkzeuge und Geräte rum. Ist ja geil, hier noch so eine Art, hier war irgendwas vom PC. Wahrscheinlich, dann müsste sein Arbeitszimmer sein. Hier war sein Arbeitszimmer, ja. Boah, so krank. Wo sind die ganzen Sachen? Hä? Was liegt hier? Was meinst du? Das
Was meinst du? Ach so, oha! Alter, der Koffer, warte, ich filme das hier. Alter, guck mal. Also, das wird ausgeblendet, Leute. Das werdet ihr jetzt gerade nicht sehen, das werde ich verpixeln. Hier, dieser Koffer. Oh mein Gott. Alter, wie viele Festplatten der Typ hatte. Durch das an, so, der hatte so viele Festplatten und was weiß ich alles. Der hat das anscheinend, der war aber auch so, irgendwie so einen technischen, ja genau, Elektroniker, ne? Krass, Alter. Einfach krank. Ne, da ist nichts drin. Okay. Hier noch so ein originaler Besen, Alter. Hier ist noch so eine Zeitschrift. Der hat sich richtig gegönnt, der Typ. Krank. Einfach krank. Okay. Ich würde sagen, wir checken mal da hinten die Räume ab, ne? Ich gehe schon mal vor. Ja, klar, Leute. Hier ist immer so ein Buch. Ich weiß nicht, was das ist. Aber wie gesagt, hier so vor der Wanne zu stehen. Weil hier hat er, wir sind uns wie gesagt nicht sicher, es gibt hier zwei Badewannen, aber das ist wahrscheinlich die, wo der den hat ausbluten lassen. Das ist einfach heftig, das nochmal zu sehen aus nächster Nähe. Okay, ich würde sagen, wir gehen mal weiter, ne? Da ist noch so eine Kammer, was ist da denn drin? Würde mich jetzt mal interessieren. Nee, nix, wirklich einfach so eine Art Lagerraum. Und hier ist so ein, was ist der, Kamin, ne? Auch geil. Richtig sick. Und hier geht's in den Keller rein. Da werden wir jetzt auch einfach mal reingehen. Oh mein Gott. Man sieht hier, man erkennt hier nicht viel. Es ist alles ziemlich kaputt und runtergekommen. Aber das hier, was ist hier denn alles, Alter? Ich kann das gar nicht sagen, was das alles ist. Aber krank, es ist wirklich einfach heftig hier zu sein, Alter. Oh mein Gott, hier ist auch nochmal so ein Lager. Guck mal, hier so ein Schaukelpferd hatte der auch. Siehst du? Ja. Boah. Hier geht's auch nochmal weiter. Ganz kurz gucken. Meinst du, das hat der hier gelagert oder das wurde hier hingelegt? Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass der das gelagert hat, ne? Ja, ja, ich find's einfach heftig, Alter. Hier noch eine Heizung. Oh mein Gott. Was ist das hier? Okay, dann lass mal wieder hochgehen. Gehen wir rechts die Treppe hoch oder links? Sagen rechts, ne? Leute, hier ist die Treppe. Die werden wir jetzt einfach mal hochgehen und uns einfach mal angucken. Geh schnell, sonst kommt noch einer von hinten. Könnte easy einstürzen. Ja, aber ich will trotzdem einfach mal alles filmen, dass die Leute auch einen Überblick haben, was hier alles drin ist. Um genau zu sein, wie Jan gerade schon gesagt hat, ist es auch eigentlich nur eine Abstellkammer. Hier steht nicht, aber das ist auch geil, ne? Mit diesen ganzen Vasen und Besteck und so. Da hinten ist auch nochmal so ein Ofen, oder? Ja, das wird vom Kamin sein. Alter, was ist das hier? So ein Puppenhaus oder so? So eine Art Puppenhaus hatte der auch. Alter, boah, ist das creepy. Komm mal ganz kurz. Alter, ich hab mich so erschreckt, ne? Digga, guck dir das mal an. Einfach so eine richtig halb zerfetzte Puppe. Was ist das denn? Alter. Aber das ist anscheinend so eine komplett... Ach, das ist... Ach so, jetzt verstehe ich das. Okay, alles gut. Hier sind noch Haare von der Puppe. Jeder hatte er seine Kleidung hier wahrscheinlich nochmal ein bisschen Besteck. Okay. Gut, dann gehen wir da hinten nochmal hoch, ne? Hier. Ja, da hinten rechts. Warte mal, hier ist die. Warte mal. Hier ist die Gefriertruhe, wo er die Teile von Bernd Brandes reingepackt hat. Ich schwöre, das ist die Gefriertruhe. Oh mein Gott. Hier hat Armin Maivis die Teile von Bernd Brandes reingepackt, als er den getötet hat. Heftig, ne? Da war der drin, Digga, das ist so krank. Okay. Dann gehen wir da hinten jetzt nochmal hoch. Pass auf, ne, sei lieber ein bisschen leise und so. Warte, lass erst hier links hoch. Warte, lass mich im Vorfeld filmen. Okay, hier hat er wahrscheinlich gelebt, so, das war wahrscheinlich sein
Ja, da hat er auch geschlafen. Was ist das ja auch so ein Kamin, ne? Wie viele Kamine hatte der? 3 Stück oder so, ne? Alter, auch voll viele Bücher, ne? Ich fühle mich voll schlecht, wenn ich hier drauf rumtrete. Guck mal, was hier alles so drin steht in den Ordnern. Kannst du mal blättern? Ich habe meine Hände voll. Was ist das da? Warte, hier ist noch so eine Quittung. Okay. Gucken wir mal. Boah, hier noch Tee, Alter. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob du das so insofern mitbekommen hast. Hat Bernd Brandes hier auch gepennt? Oder war das nur Armin Meiwes? Die haben doch hier eine Nacht verbracht, ne? Ich meine schon, das wäre auf jeden Fall sein Doppelbett. Wo er halt gelebt hat. Auch so viele Kassetten, das ist einfach krank, wie viele Kassetten der Typ hatte. Das ist eine Kunstpflanze, oder? Ja. Boah, aber wirklich, wie viele Bücher der hat, Alter. Ich habe nicht mal eins in meinem Leben gelesen und der liest hier 20.000 Bücher. Da noch ein Bild. Ist aber nicht der, ne. Hier diese Couch, Alter. Das ist so krank. Okay. Sagen wir gehen weiter, ne? Warte, was ist das hier? Ah, ein Rasierer noch. Alter, das ist wie so ein Nokia-Handy, nur als Rasierer. Achte mal. Richtig fett. Warte, was ist das hier? Rechnung auch. Dann lass mal hier hoch noch. Sind da welche? Nee, ne? Da steht auch noch alles Mögliche drin. Dann gehen wir jetzt einfach mal hier die Treppe hoch. Ich glaube, oben ist auch noch mal so eine richtig große Etage, ne? Boah, guckt ihr das an, Alter, mit den Fenstern. Das sieht so krank aus. Ja, Leute, wie gesagt, also ich habe immer noch kein Verständnis dafür, warum man so ein Haus hier abbrennt. Ich verstehe das einfach nicht. Okay, wir fangen, würde ich sagen, mal ganz rechts an, ne? Ganz hinten. Okay. Hier, Schrank und so. Hier geht's nochmal hoch, Digga, das ist... Ja, warte, das filmen wir gleich. Ich wollte da eben noch was hier filmen. Ja. Guck mal ganz kurz. Alter. Hier so 3 Couches oder so. Ich weiß nicht, was der Plural von Couch ist. Was ist das denn hier hinten? So eine Belüftungsanlage, ich bin mir nicht sicher. Alles leergeräumt. 2 Fernseher hatte der auch noch. Aber der war nicht arm, der Typ, ne? Ja gut, ich meine, auf dem Land sind die Häuser natürlich auch nochmal günstiger, aber das Haus hier ist nicht klein, also der hatte schon anscheinend ein bisschen Geld. Schreiben. Jan hat was entdeckt. Was hast du entdeckt? Auch von Armin Meiwes? Weiß ich nicht. Zeig mal. Das kann sogar sein. Also der sieht nicht so aus wie Armin, aber der hier, ne, das könnte der sein. Weiß nicht. Steht kein Datum oder so drauf. Ja, das kann aber gut sein. Ist gar nicht mehr so abwegig. Okay, dann gehen wir jetzt mal hier rein. Was ist hier? Erstmal auch wieder voll viele... Ach, was ist das hier? So ein Rezept, ne? Guck mal, der hatte für jeden Tag so ein Rezept. Voll geil. Ach, hier Samstag Eintopfsuppe. Suppe. Das ist... Krank, Alter. Da geht's auch nochmal rein, rechts. Hier nochmal ein Kleiderschrank. Und auch voll viele Zeitungen, ne? Was weiß ich, von wann die sind. Boah. Hier ist alles eingestürzt da hinten. Das mit den Spinnweben, wie im Film, ne? Ja. Okay. Ist das hier Seife oder was ist das? Ja, das ist Seife hier. Hatte der hier auch noch.
Hier war auch nur so eine Abstellkammer, glaube ich, oder? Hier sind voll viele Bilder von dem, wo der war oder so, keine Ahnung. Nee, das nicht, aber wahrscheinlich, wo er war. Okay. Mehr gibt's hier zu diesem Raum auch nicht zu sagen. Jetzt gehen wir in den Raum mit der Badewanne. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, dass das hier nicht einbricht. Aber hier, Leute, das kann auch hier die Badewanne sein. Das sieht man halt immer auf den Fotos von dem Fall. Also es kann gut sein, dass doch das hier die Badewanne ist, wo der ausgeblutet ist. Und hier ist auch nochmal so eine Art Dusche oder so eine Stehdusche, keine Ahnung. Also ohne so ein Ding drum, wo man sich einfach hinstellt und dann spinnen wir. Ja, das kann die sein, Digga, das ist die, ohne Witz. Komm rein. Alter. Leute, das ist so ein komisches Gefühl, hier zu stehen. Wenn man weiß, hier ist jemand drin gestorben, das ist so, so eine komische Atmosphäre eigentlich, ne? Alter. Krank. Was ist hier rechts noch? Warte, hier geht das sogar noch weiter. Oh, Leute, hier kommt man leider nicht rein, aber hier ist nochmal so eine Art Badezimmer. Also der hatte anscheinend zwei. Okay. Boah, wie viele Bücher. Ich komme darauf nicht klar. Alle auch leer. Also voll. Nee, das ist nicht leer. Das war nur die erste Seite. Ich glaube schon. Boah, aber Fernseher hatte der auch viele. Das ist jetzt schon der vierte, den ich hier sehe. Obwohl, nee, das waren wahrscheinlich Bildschirme, weil der war ja Elektrotechniker. Ja, nur Festplatten, da hat er auch 10.000 Stück von. Sind das hier nicht diese... Ach nee, nee, das sind so richtig alte Datenträger, ne? Hier ist noch ein Bett, komm mal. Vielleicht hat der auch hier gepennt, wir wissen es halt alle nicht. Oh, Alter. Da geht's noch mal rein, sollen wir da mal reingehen? Ich glaube, das ist einfach zur Figur. Ja, ich denke auch. Okay. Hm? Ach, der Pädophil. Das mal, ja, ja, eigentlich schon. Also ich weiß nicht. Irgendwas war da schon mit den Kindern. Ja, Teppich hier noch. Sowas ist auch geil. So einen Ordner brauche ich auch, Alter. Blätter mal durch immer. 5 Euro hier. Also blätter das mal durch. Das mal, ich habe gar keine Hand frei. Abrechnen. Haltrautenleibes. Gutschrift. Ist das eine Frau, oder? Das kann sein. Geil, wie Galtraut? Galtraut. Achso. Ach, da stand es auch. Galtraut, Alter. Ich bin behindert. Gut, dann gehen wir hier nochmal rein und gucken mal, was es hier so gibt. Auch alles nur gelagert, wie in fast jedem zweiten Raum. Hier auch Waschbecken, da noch so ein, was ist das denn? Komm mal kurz, so ein Wasserspender oder so, ne? Hatte der auch, keine Ahnung, irgendwie sowas in der Richtung. Und hier ist halt auch noch seine ganze Kleidung, der hat auch irgendwie so 10 Schränke, keine Ahnung. Hier noch alles gelagert. Was ist das? Hier Sparkasse, hier sind noch mehr Abrechnungen. Da gucken wir auch einfach mal rein. Was ist das da? Straßenverkehrsrecht. Der hat sich auch anscheinend so über so Gesetze informiert, ne? Ich meine, ist ja auch klar bei dem Fall. Kannst du mal durchblättern? Darf man das überhaupt? Machen wir einfach. Armin Meiwes. Ja, das ist er. Leuchte mal drauf. 396, Alter. Okay, ich leg das mal wieder zurück, weil ich ehrlich gesagt scheiße finde, das hier zu verwüsten. Gut. Ja, das wird bei uns die Tür sein. Noch ein Schlafzimmer. Hier so ein Verbandsdings, ne, wo so alle mögliche Medizin ist. So hier Verband und sowas, was ist hier noch? Fett, keine Ahnung wofür.
Spiegel. Wann ist der abgelaufen, Alter? Ich stell's mal zurück. Ich hätte so scheiße finde, also was, hier liegt so überall Zeitung auf dem Boden, ne? Das war ja wohl nicht er, das haben halt wahrscheinlich die Leute hier hingepackt. In den Garten gehen wir gleich auch nochmal. Wir wollten nur das hier abchecken. Also zuerst, weil die Chance, dass man im Garten erwischt wird, ist halt höher, ne? Und dann lieber das hier, dass wir dann zumindest was gesehen haben, ne? Aber was der auch für Kleider hatte, guck dir das mal an. So Uniform oder so, ne? So richtig feierlich, keine Ahnung, das wird heute keiner mehr anziehen. Hier so ein Hemd, so original noch verpackt, okay. Dann würde ich sagen, geht's weiter, Leute. Ist das so eine Musikanlage wahrscheinlich? Ja, das ist die Tür, die du meintest, ne? Da führt's dann zum Flur. Hier ist auf jeden Fall dieses komische Symbol da, dieses Je suis partout, was auch immer das ist. Ja, ja, ich denke mal, das waren so Leute, die hier waren. Das war in einem Schlafzimmer. Ich denke mal wirklich, das waren Leute, die hier sind, also die hier reingegangen sind. Ja, hier, gehen wir, hier wird's schwer reinzugehen. Okay. Oh mein Gott, als ob, warte, lass erstmal hier rechts. Hier noch Toilette komplett verwüstet. Alles kaputt. Hier Waschbecken abgerissen. Und Jan sprach gerade von einem Balkon. Oh mein Gott. Alter, das ist der Balkon, ne? Oh, sorry. Noch eine Festplatte rum. Gigabyte. 41, aber für die für damalige Verhältnisse 2001, da geht das doch voll. Geil. Bah, hier hat irgendein Tier hingeschissen. Ich hoffe, dass es ein Tier war und kein Mensch. Aber ist krass hier auf dem Balkon das zu sehen. Also das Haus ist chillig, das muss man sagen. Das ist eigentlich voll entspannt. Hier war auch einfach so eine Küche, ne? Da ein Kühlschrank, da hat der aber die Teile nicht reingebaut. Das war schon eine Gefriertruhe, ne? Also ein Kühlschrank, das war wahrscheinlich einfach nur zum Essen lagern. Und, ja, kommentiere ich mal nicht. Hier ist nochmal so eine Lieferung, die der hatte. Warensendung. Streichholzschachtel, ne? Okay, wir gehen einfach mal hoch, würde ich sagen, ne? Hier müssen wir echt aufpassen, dass das hier nicht einbricht. Das ist nämlich, fühlt sich sehr instabil an. Aber es geht schon, kannst ruhig hochkommen. Also das Haus hat vier Etagen mit Keller sogar. Das ist schon ordentlich. Noch ein Bett oder Sofa, ich kann es nicht sagen. Was ist das denn? Ich weiß nicht, was das ist, Alter. Hier so ein Elefantenstofftier. Trifft jetzt nicht so meinen Geschmack, aber das ist jetzt einfach. Ja, Leute, da ist so ein... Hier, lieber nicht hingehen. Ist das hier eine Tür oder ist das zugemacht? Ne, das ist zu. Da gehen wir jetzt nicht durch. Geht ja auch nicht. Okay, unten ging es ja nochmal hoch an einer Stelle, ne? Ja. Okay, dann gehen wir da mal lang. Das ist so krank, Alter. Ich hätte nie gedacht, dass wir das mal machen. Ah, hier ist noch so eine Truhe, die habe ich am Anfang gar nicht bemerkt. Die ist auch schon älter. Aber ist auch nichts Besonderes drin, bis auf so ein komisches Bild. Ach, da hinten die Räume haben wir noch gar nicht uns angeguckt, oder? Glaube nicht. Nee, wir waren bis zur Badewanne gekommen und dann da hinten, das haben wir noch gar nicht uns angeguckt. Hier waren wir auch noch nicht drin, oder? Ach doch, klar, hier waren wir schon drin, ja. Ja doch, das war das mit dem Fernseher. Ja, hier war das mit der Wanne. Oh, Leute, ich muss da nochmal reingehen, ohne Witz, das ist einfach so heftig. Ja, stimmt, wir waren doch überall. Hier so ein Puzzle, ne? Der aufgemacht. Okay, letzte Etage. Hier geht es wahrscheinlich auf den Dachboden. Ist aber auch richtig zerfallen schon. Also hier müssen wir auch wirklich aufpassen, dass wir hier jetzt nicht gleich vier Etagen nach unten sacken.
Okay, wir fangen wieder wie gewohnt ganz hinten an und arbeiten uns dann vor. Wieder so eine Abstellkammer, wo der wahrscheinlich auch gepennt hat, weil da ist wieder ein Sofa oder oder so ein Bett, ich kann es nicht sagen. So, hier nochmal so ein kleiner Extra-Raum, wo der wahrscheinlich auch öfters gechillt hat. Unten noch ein Bett, also warum auch nicht 20 Betten haben? Ich frage mich, wo dieser Raum ist, wo die so angefangen haben. Wo die angefangen haben? Was war das denn für ein Raum? Haben die das beschrieben im Interview? Ich glaube, das muss auf jeden Fall über der Badewanne sein. Dann ist das hier wahrscheinlich irgendwo. Weil auf den Bildern hat man immer irgendwie so einen Lattenrost in der Ecke. Ja, das kann sein. Hier? Ja, das kann sein, hier ist das Lattenrost. Nur ein Lattenrost ohne Matratze drauf. Ach da, ja, da haben die angefangen, sich zu verstümmeln. Und dann haben die in der Badewanne weitergemacht. Warte. Wieso ist hier so Stroh? War das so in irgendwas drin? Oder was meinst du? Kann gut sein, ne? Fragen, wo die Stroh liegt. Ja, genau, nur damit man nachfragt. Hier müssen wir jetzt auch heftig aufpassen. Hier geht es zu 10 Meter in die Tiefe, aber das hält uns wohl aus. Hier noch ein Fernseher. Hier Daunen oder so sind in dem Schrank drin. Einfach nur Daunen. Ich weiß nicht wofür. Aber der Teppich hier, der hat auch was, ne? Und hier nochmal so eine Schlafcouch oder so. Das finde ich richtig scheiße, dass man die Wände hier bemalen muss. Kann man es nicht einfach so lassen, wie es ist? Lass mal hier gucken. Wieder so eine Musikanlage, ne? Oder mehrere, keine Ahnung. Ich gehe mal hier rein. Boah, hier ist auch schon alles eingesackt. Also hier, das zerfällt immer mehr. Man hätte hier so vor 5 Jahren mal hinfahren sollen, ne? Dann wäre das wahrscheinlich noch besser erhalten gewesen. Boah, dieses Telefon auch, Alter, guck dir das mal an. Also älter geht's jetzt echt nicht, da wurden die wahrscheinlich gerade erst erfunden. Was ist hier? Als ob es noch mal höher geht. Ja, da gehen wir gleich auch hin. Hier noch eine Toilette. Der hat aber wirklich so in jeder Etage ein Klo, außer im Keller, ne? Hier geht's auch nochmal rein. Hier auch noch ein Bett, Alter. Das ist irgendwie schon so das 20. Bett, habe ich das Gefühl. Okay. Hier, was steht hier? Höhenluft. Ja, da ist nichts drin. Das 50. Bett. Da ist noch ein Bett, oder? Dahinter? Ich kann es nicht sagen. Das ist viel zu voll geräumt, aber sieht echt so aus. Es kann sein. Du meinst, hier geht noch irgendwo eine Treppe hoch, ne? Genau hier. Da gucken wir auch nochmal. Hier musst du aufpassen. Hier ist es richtig brüchig, sag ich mal so. Das sackt hier richtig ein. Ich würde schon sagen, für damalige Verhältnisse schon relativ modern. Guck mal, wie hier so eine Wölbung ist, einfach weil das schon so
vergammeltes Untier. Wieder ein Bett. Eine Art Lampe, hier so ein Teller auch noch. Krass. Nochmal zwei Betten, oha. Und ein Fernseher steht da unten. Zwei Fernseher in einem Raum, drei Fernseher in einem Raum. Gut. Jedem das seine. Hier halt nochmal die beiden Betten, die Jan gerade meinte. Guck mal, so Lego hatte der auch. Der Raum hier hat auch was, ne? Guck mal, so Modelleisenbahn oder so hat der hier auch sich aufgebaut. Irgendwie so ein Modell, keine Ahnung. Wie so eine Kiste, die auch schon, was weiß ich, wie viele Jahre alt ist. Da hinten, guck mal. So eine ganze Burg. Hey, hatte der Katzen oder so? Oder warum hat der hier so einen komischen Korb? Ich glaube, irgendwie hier hat er so seine ganzen so Kindheitserinnerungen gelagert, ne? Weil guck mal, sowas, das benutzt doch kein Erwachsener, guck mal. So, das ist wahrscheinlich noch von der Kindheit. Hier diese Schuhe auch. Originale Holzschuhe noch. Geht's? Hier noch so Karten. Die haben auch schon einiges mitgemacht. Okay, das Ding ist gruselig. Das ist extremst verstörend. Okay. Ich frage mich halt wirklich, warum der so viele Betten hat. Weil ich meine, der hat doch hier alleine gewohnt mit seiner Frau. Ja, aber das. Keine Ahnung, da hat sich wahrscheinlich getroffen oder er hat das Haus bekommen. Ja, ja, ich denke auch. Okay, dann wären wir durch. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt nochmal in den Garten. Warte, hier diese Kamera will ich noch filmen. Hier ist aber auch nichts Besonderes, ne? Ne. Gut, Leute, dann werden wir jetzt mal so langsam in den Garten gehen und werden uns da nochmal alles anschauen. Da steht ja noch sein originales Auto und so. Das gucken wir uns jetzt auch nochmal an. Oder haben wir noch einen Raum vergessen? Ich glaube nicht, ne? Gehen wir jetzt in den Garten, ne? Ja, ja, klar. Leute, die Seite, da können wir jetzt wahrscheinlich nicht so einfach reinsteppen, weil da ist so eine Art Restaurant oder so. Ja, Bauernhof, genau. Schon da ist es halt gut einsehbar, da würden die uns sehen und wahrscheinlich uns sagen, dass wir gehen müssen, verständlich. Ich würde mich da auch abfacken, wenn ja jeden Tag irgendjemand hingehen würde. Da ist dein Auto. Auch wenn die uns jetzt sehen, wir waren jetzt eh schon drin. Hier ist auf jeden Fall das Auto von Armin Maivis. Okay, Leute, das war's von dem Haus vom Kannibalen von Rothenburg. Auch bekannt als Armin Maivis. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war so ein heftiges Erlebnis. Wir mussten noch lange hier hinfahren, aber es hat sich wirklich mehr als gelohnt. Wir haben extra nichts verschoben, kaputt gemacht oder so, weil das halt einfach respektlos wäre. Und ja, ich hoffe, es hat gefallen. Bis zum nächsten Mal.